Die große Überschrift sollte eigentlich heißen Winkelmodulation, denn unter dem Begriff fasst man die Frequenz- und die Phasenmodulation zusammen, weil sich bei beiden der Phasenwinkel ändert. Beide Modulationsarten sind also nahe Verwandte. Wir konzentrieren uns aber auf das, was wir vom UKW-Rundfunk her kennen, die Frequenzmodulation. Das Prinzip und die Schaltungstechnik ist nicht ganz so einfach zu verstehen wie bei der Amplitudenmodulation. Und deshalb ist auch die Erklärung nicht ganz so einfach. Ich beschränke mich aber heute auf die Grundprinzipien. Fangen wir an. Hallo und herzlich willkommen bei Technik selbst erlebt und zum dritten Teil Grundlagen der Rundfunktechnik. Sehen wir uns zunächst mal an, was Frequenz- und Phasenmodulation miteinander zu tun haben. Bei der Frequenzmodulation ändert sich die Frequenz mit dem Modulationssignal. Bei der Phasenmodulation ändert sich der zeitliche Verlauf, was aber nicht möglich ist, wenn sich nicht auch mal kurz die Frequenz ändert. Um überhaupt eine Phasenverschiebung eines Signals festzustellen, braucht man eine zweite Schwingung mit gleicher Frequenz als Referenz. Mit der wird das empfangene Signal verglichen. Man sieht sich zum Beispiel die Nulldurchgänge der Schwingung an. Treten die zeitgleich auf, ist die Phasenverschiebung 0. Verschiebt sich die Phasenlage einer Welle, tritt ein zeitlicher Versatz auf, den man auswerten kann. Auch bei einer Frequenzänderung der empfangenen Schwingung ändert sich der zeitliche Verlauf und es entsteht eine Phasenverschiebung, weil die Welle schneller oder langsamer schwingt. Das ist interessant für die Demodulation, denn bei einigen Verfahren wird eigentlich die Phasenverschiebung ausgewertet. Am Anfang sind beide Wellen noch synchron. Mit der Modulation ändert sich dann die Frequenz und damit auch die Phasenlage. Wir gehen aus von der Frequenz der unmodulierten Schwingung und zum besseren Verständnis modulieren wir zunächst wieder mit einer einfachen Sinusschwingung. Mit der einen Halbwelle des Modulationssignals verschiebt sich die Frequenz zu niedrigeren Werten hin. Bei der anderen Halbwelle wird sie höher. Wie weit sich die Frequenz ändert, hängt von der Amplitude des Modulationssignals ab. Ich habe versucht, das mal hier darzustellen mit drei verschiedenen Modulationsstärken bei gleicher Modulationsfrequenz. Bei einem schwachen Signal ist die Frequenzänderung klein. Bei größerer Modulation wird die Trägerwelle viel weiter gedehnt und gestaucht und die Frequenz schwankt viel stärker um unsere Mittenfrequenz herum. Die größte Frequenzabweichung von der Mittenfrequenz nennt man Frequenzhub. Bei der Wahl des Modulationsgrades sind wir bei der Frequenzmodulation relativ frei. Bei der Amplitudenmodulation durfte die Schwingung nicht größer sein als eine Halbwelle des Trägersignals. Ein größerer Frequenzhub sorgt dafür, dass sich das Signal stärker vom Rauschen und anderen Störungen auf dem Signalweg abhebt. Das ist ein Grund, warum FM-Sendungen weniger rauschen als Amplitudenmodulierte. Die Höhe der Modulationsfrequenz bestimmt nur, wie schnell diese Frequenzänderung vonstatten geht. Hier zu sehen drei verschiedene Modulationsfrequenzen mit gleicher Amplitude. Der Frequenzhub ist gleich, aber es gibt mehr Frequenzwechsel im gleichen Zeitraum. Analog zum Frequenzhub kann man auch einen Phasenhub definieren. Das ist die maximale Phasenverschiebung mit der Modulation. Und im Vergleich dieser beiden Größen liegt auch der Unterschied zwischen Frequenz- und Phasenmodulation. Bei der Frequenzmodulation ändert sich mit der Aussteuerung der Frequenzhub. Der Phasenhub ist von der Modulationsfrequenz abhängig und nimmt mit steigender Frequenz ab. Bei der Phasenmodulation ist der Phasenhub von der Amplitude der Niederfrequenz abhängig und der Frequenzhub wird mit steigender Niederfrequenz größer. Die Sätze muss man sich wahrscheinlich mehrfach auf der Zunge zergehen lassen. Also, bei beiden Modulationsarten ändert sich sowohl die Frequenz als auch die Phasenlage. Der Unterschied liegt darin, welche Größe ist von der Modulationsamplitude und welche von der Modulationsfrequenz abhängig. Die Bandbreite kann doch nur die Differenz zwischen der niedrigsten und der höchsten Frequenz, also der doppelte Frequenzhub sein, oder? So einfach wie bei der Amplitudenmodulation ist es diesmal nicht. Die Bandbreite eines FM-Signals ist erheblich größer. Aber wo kommen die Frequenzen her, die weiter von der Mittenfrequenz entfernt sind? Überlegen wir mal, was wir machen.
Wir ändern eine sinusförmige Trägerfrequenz mit einer sich stetig ändernden sinusförmigen Modulationsfrequenz. Was wir bekommen, ist die Sinusfunktion einer Sinusfunktion. Man könnte jetzt mathematisch herleiten, wie das entstehende Frequenzspektrum aussieht. Für einen Bastler ist die Herleitung aber nicht unbedingt wichtig. Er sollte nur wissen, warum das so ist und welche Folgen das hat. Deshalb will ich versuchen, das Ganze vielleicht etwas anschaulicher, ohne viel Mathematik zu erklären. Dazu betrachten wir unsere Trägerfrequenz mal etwas genauer unter der Lupe. Am Anfang ist die Welle noch unmoduliert und wir haben eine Sinusschwingung mit konstanter Frequenz. Im Takt der Modulation wird die Welle dann abwechselnd gestaucht oder gestreckt. Das passiert kontinuierlich, also fließend. Nehmen wir uns mal einen Abschnitt vor, wo die Frequenz gerade ansteigt. Die Frequenzänderung geschieht ja auch während dieser einen Schwingung. Das heißt, schon die zweite Halbwelle der Schwingung ist schmaler als die erste. Und eigentlich müssten wir noch viel kleinere Zeitabschnitte betrachten. Auch während einer Halbwelle wird die Kurve kontinuierlich gestaucht, also verzerrt. Das Ergebnis ist keine reine Sinusschwingung mehr. Und immer, wenn wir von der Sinusform abweichen, entstehen Oberwellen. Mit der Fourier-Analyse kann man die berechnen. Ich hatte bei den Sinusgeneratoren schon mal darauf hingewiesen und gezeigt, dass zum Beispiel eine Rechteckschwingung aus einer unendlichen Folge von Sinusschwingungen besteht. Auch unser FM-Signal besteht aus so einer Reihe von Sinus- und Cosinusschwingungen. Das bedeutet, die Bandbreite ist theoretisch unendlich groß. Das macht natürlich Probleme, wenn wir mehr als nur einen Sender betreiben wollen. Die würden sich überschneiden und gegenseitig beeinflussen. Deshalb wird auch bei FM-Sendern die Bandbreite durch Filter begrenzt. Das Problem ist, wenn wir unserem Signal die Oberwellen wegnehmen, dann ist es nicht mehr original und wird leicht verzerrt. Zum Glück sind die weit von der Mittenfrequenz entfernten Oberwellen nicht sehr stark und fallen nicht so ins Gewicht. Die Mindestbandbreite, die wir brauchen, damit der Klirrfaktor unter 1% bleibt, ist rund zweimal die Summe aus Frequenzhub und der höchsten Modulationsfrequenz im Monobetrieb. Bei Stereoübertragung rechnet man die Niederfrequenz doppelt. Der maximale Frequenzhub wurde beim Rundfunk auf 75 kHz festgelegt. Und die Modulationsfrequenz liegt bei höchstens 15 kHz. Damit kommen wir auf eine Bandbreite von etwa 180 kHz bei Mono und ca. 210 kHz bei Stereosendern. Um noch etwas Sicherheitsabstand zu haben, werden die Frequenzen für Radiosender im 300 kHz Raster vergeben. Ich weiß, das ist für einige nicht einfach zu verstehen. Ich hatte da am Anfang auch meine Probleme. Der Vorteil so eines Videos ist aber, dass man sich bestimmte Abschnitte mehrmals ansehen kann, bis der Groschen fällt. Für eine Amplitudenänderung brauchten wir eine Schaltung oder ein Bauelement mit einer einstellbaren Verstärkung oder einem spannungsabhängigen Widerstand. Bei der Frequenzmodulation müssen wir in den Oszillator selbst eingreifen und mit der Modulationsspannung seine Schwingfrequenz beeinflussen. Wir brauchen einen spannungsgesteuerten Oszillator, abgekürzt VCO. Die Abkürzung kommt wie so oft aus dem Englischen, Voltage Controlled Oscillator. Das Schaltbild zeigt einen Kolpitz-Oszillator in Basisschaltung. Die Spule und die Kondensatoren C3 und C4 bilden den frequenzbestimmenden Schwingkreis. Die Induktivität der Spule lässt sich nicht beeinflussen. Allerdings bildet ein in Sperrrichtung gepolter PN-Übergang eine spannungsabhängige Kapazität. Deshalb kommt hier eine speziell dafür entwickelte Kapazitätsdiode zum Einsatz. Auf den ersten Blick ist nicht so ganz klar, wie sie die Frequenz des Oszillators verändern soll. Ruft man sich aber mal das Wechselstromersatzschaltbild zu einer Schaltung ins Gedächtnis, dann sind für Wechselspannungen die Masse und die Betriebsspannungsleitung miteinander verbunden. Damit liegt die Diode parallel zum Schwingkreis und ihre Kapazität muss zur vorhandenen Schwingkreiskapazität dazugerechnet werden. Durch das NF-Signal wird die Spannung an der Diode und damit die Kapazität verändert und wir erhalten unsere frequenzmodulierte Schwingung am Ausgang. Mit steigender Amplitude der Modulation vergrößert sich der Frequenzhub. Bei höherer Modulationsfrequenz ändert sich die Frequenz schneller.
Die Schaltung komplett zu integrieren scheitert wieder an der Induktivität. Integrierte Lösungen arbeiten deshalb mit RC-Generatoren. Hier lassen sich einfach die Widerstände durch regelbare Widerstände in Form von Transistoren ersetzen. Die klassischen Generatoren wie Phasenschieberketten oder Wien-Robinson-Brücken eignen sich nicht so gut, da immer mehrere frequenzbestimmte Widerstände parallel eingestellt werden müssen, die aber auf unterschiedlichen Potenzialen liegen. Das macht die Ansteuerung mit einer Spannung schwierig. Darum benutzt man Generatoren nach dem Prinzip des Multivibrators. Hier eine Prinzipschaltung. Mit den unteren beiden Transistoren wird die Schwingfrequenz über eine Spannung eingestellt. Je nachdem, wo man das Signal abgreift, erhält man allerdings eine Rechteck- oder Sägezahnschwingung. Anschließend wird, zum Beispiel mit Hilfe eines Diodennetzwerkes, daraus ein Sinus geformt. Mit dem XR2206 hatte ich so einen Schaltkreis ja schon vorgestellt. Allerdings ist der als Modulator mit seiner oberen Grenzfrequenz von gerade mal 1 MHz für den UKW-Bereich ungeeignet. Oder man erzeugt das Signal durch direkte digitale Synthese. Nach dem Prinzip arbeitet zum Beispiel der Signalgenerator, den ich hier immer in den Versuchen benutze. Wie können wir aus der Frequenzänderung unsere Niederfrequenz zurückgewinnen? Man geht den Umweg über die Amplitudenmodulation. Wir wandeln also zuerst die Frequenzänderung in eine Amplitudenänderung um und können dann das Signal ganz normal gleichrichten. Die einfachste Methode ist ein Spannungsteiler, bei dem ein Element frequenzabhängig ist, zum Beispiel eine Spule. Der große Vorteil der Methode ist, dass die Frequenzabhängigkeit des Widerstandes sehr linear ist und bei der Umwandlung keine Verzerrungen entstehen. Der große Nachteil ist aber, dass man mit einem sehr großen Frequenzhub arbeiten müsste, um ein akzeptables Signal zu bekommen. Wir brauchen eine Baugruppe, die viel stärker frequenzabhängig ist, also eine steilere Kennlinie hat. Dazu ersetzen wir die einfache Spule durch einen Parallelschwingkreis. Die Resonanzfrequenz liegt etwas neben der Mittenfrequenz unseres Signals. Die Frequenz bewegt sich jetzt entlang einer Flanke der Schwingkreiskennlinie und die Amplitudenänderung ist viel größer als bei der einfachen Spule. Allerdings ist der Zusammenhang zwischen Frequenzänderung und Amplitude nur bei sehr kleinem Frequenzhub einigermaßen linear. Besser ist ein Differenz- oder Gegentaktflankendemodulator. Er ist ähnlich aufgebaut wie eine Zweiweggleichrichtung im Netzteil. Ein Schwingkreis wird leicht unterhalb, der andere leicht oberhalb der Mittenfrequenz abgestimmt. Die Nichtlinearitäten der Flanken heben sich auf, wodurch ein großer linearer Bereich entsteht und ein größerer Frequenzhub möglich ist. Allerdings erfordert das einen sehr genauen Abgleich der Schwingkreise und Temperatur- und Alterungseinflüsse können die Kennlinie verändern. Häufiger verwendet wurde der sogenannte Phasendiskriminator. Hier wird das FM-Signal zunächst in eine Änderung des Phasenwinkels und dann in eine Spannungsänderung gewandelt. Er besteht aus einem zweikreisigen Bandfilter, bei dem beide Schwingkreise auf die Mittenfrequenz abgestimmt sind. Die Sekundärspule hat eine Mittelanzapfung. Über die magnetische Kopplung entsteht in L2 eine Induktionsspannung. Außerdem gelangt das FM-Signal über den Koppelkondensator an die Drossel L3 an der Mittelanzapfung. Die Spannung über Diode 1 ist die Summe aus der Spannung über L3 und der oberen Hälfte der Sekundärspule. Die Spannung über Diode 2 setzt sich zusammen aus U3 und der Spannung über der anderen Hälfte der Sekundärspule. Entspricht das Eingangssignal der Resonanzfrequenz, sind die Spannungen über L3 und L2 genau 90 Grad Phase verschoben. Im Sekundärkreis ist der induktive und der kapazitive Blindwiderstand gleich groß. Nach außen wirkt nur der ohmsche Widerstand des Schwingkreises. Die Spannungen über den Dioden sind vom Betrag her gleich groß und auch die Spannungen, mit der sich die Kondensatoren aufladen, sind gleich, aber gegensätzlich gepolt. Am Ausgang heben sich die Spannungen auf und die Differenz ist 0. Ist die Eingangsfrequenz höher als die Resonanzfrequenz, gewinnt der induktive Anteil im Schwingkreis die Oberhand. Und es entsteht eine zusätzliche Phasenverschiebung zwischen L2 und L3. Damit ist auch der Phasenwinkel zwischen den Einzelspannungen nicht mehr 90 Grad. Die Spannungen über den Dioden und damit auch über den Kondensatoren sind jetzt unterschiedlich groß. Am Ausgang erscheint die Differenzspannung.
Sinkt die Eingangsfrequenz unter die Resonanzfrequenz des Schwingkreises, verschiebt sich die Phase in die andere Richtung, da jetzt der kapazitive Blindwiderstand überwiegt. Am Ausgang entsteht eine Differenzspannung mit umgekehrter Polung. Die Ausgangsspannung entspricht genau dem aufmodulierten Niederfrequenzsignal. Damit sich Amplitudenänderungen des Empfangssignals nicht auf die Ausgangsspannung auswirken, sollte dem Phasendiskriminator ein Begrenzerverstärker vorgeschaltet werden. Man könnte sagen, das ist ein übersteuerter Verstärker, der die Spitzen der Sinusschwingung abschneidet. Die Amplitude bleibt deshalb weitestgehend konstant. Eine Weiterentwicklung ist der Verhältnisdiskriminator, eher bekannt unter seiner aus dem Englisch stammenden Bezeichnung Ratio-Detektor. Im Unterschied zum einfachen Phasendiskriminator sind die Dioden unterschiedlich gepolt. Damit addieren sich jetzt die Spannungen an den Kondensatoren. Die Niederfrequenz wird jetzt an der Mittelanzapfung abgenommen. Die Summenspannung wird über einen gesonderten, größeren Kondensator gepuffert und entspricht der Signalstärke. Die Modulation hat auf die Ladung keinen Einfluss. Treten amplitudenmodulierte Störungen des Empfangssignals auf, werden diese durch den Ratio-Kondensator geglättet und ausgeglichen. Der Ratio-Detektor hat also eine bessere AM-Unterdrückung. Die Ladespannung am Kondensator wird zur Verstärkungsregelung der Vorstufen genutzt. Integrierte Lösungen sehen wieder etwas anders aus. Eine ist bekannt als Koinzidenzdemodulator. Zunächst geht das Signal wieder über einen Begrenzer. An einem Parallelschwingkreis wird ein Signal erzeugt, das um 90 Grad plus der augenblicklichen Phasenabweichung verschoben ist. Beide Signale gehen auf einen Multiplikator, zum Beispiel in Form der bei der Amplitudenmodulation vorgestellten Gilbert-Zelle. Am Ausgang entsteht nur dann eine Spannung, wenn an beiden Eingängen gleichzeitig ein Signal anliegt. Dadurch entsteht eine Art pulsweitenmoduliertes Signal, das über einen Tiefpass integriert und so die Niederfrequenz herausgefiltert wird. Als letztes Beispiel die Demodulation mit Hilfe einer Phasenregelschleife. Das Empfangssignal wird mit der Phase eines spannungsgesteuerten Oszillators verglichen. Mit der entstehenden Regelspannung wird der Oszillator dem Eingangssignal angeglichen. Die Regelspannung ist praktisch gleich dem modulierten Signal. Wo hat denn nun die Frequenzmodulation Vorteile und wo nicht? Angesprochen hatten wir schon den größeren Signalrauschabstand aufgrund der stärkeren Modulation. Es gibt aber noch einen anderen Grund. Mit der Modulationsfrequenz sinkt der Phasenhub, wodurch hohe Frequenzen auf dem Übertragungsweg benachteiligt sind. Deshalb werden diese senderseitig angehoben. Im Empfänger wird das wieder rückgängig gemacht, um den Frequenzgang wieder zu linearisieren. Durch die Höhenabsenkung wird auch das hochfrequente Rauschen verringert. Das erhöht den Signalrauschabstand nochmal um ca. 13 Dezibel. Störungen beeinflussen hauptsächlich die Amplitude eines Signals und werden im FM-Empfänger unterdrückt. Neben dem geringeren Rauschen und weniger Störung ist die Übertragungsqualität eines UKW-Rundfunksenders vor allem aber auch deshalb besser, weil viel höhere Modulationsfrequenzen übertragen werden. Die Amplitude des gesendeten Signals ist konstant und nicht von der Modulation abhängig. Dadurch ist die Energiebilanz bei frequenzmodulierten Sendungen wesentlich besser als bei der Amplitudenmodulation. Frequenzmodulierte Signale brauchen allerdings eine viel höhere Bandbreite. Wird das Empfangssignal zu schwach und unterschreitet die sogenannte FM-Schwelle, kommt es zu massiven Störungen und Sprachsignale werden unverständlich und versinken im Rauschen. Ja, und zuletzt ist der technische Aufwand erheblich größer als beim amplitudenmodulierten Rundfunk. Im Zeitalter der integrierten Schaltung spielt das allerdings keine allzu große Rolle mehr. Das war jetzt wieder sehr kompakt eine Menge Informationen. Als Bastler muss man nicht immer alle Details bis ins Kleinste kennen. Aber ich hoffe, dass das Grundprinzip verständlich wurde. Ich bin gespannt auf eure Reaktion und freue mich, wenn ihr diesem Kanal auch weiterhin treu bleibt.